Herzlich willkommen, liebe Freunde. Sonne lacht, Blende 8, Tag 2 der Republika 2013 hier in der Station in Berlin. Und auch heute gibt es natürlich wieder viele netzpolitische oder netzunterhalterische Themen zu besprechen. Und welche das genau sind, das gucken wir jetzt mal. Verschiedene Themen von Abmahnung über Softwarepatente, glaube ich. Ich finde es ziemlich inspirierend hier, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass da so viel geboten wird. Ich bin auch zum Netzwerken hier. Also man trifft immer sehr spannende, interessante Leute auf jeden Fall. Ich bin dieses Jahr ohne Plan dafür mit Kind hergekommen, um einfach Gesichter zu treffen und mal zu gucken, was sich anbietet, wenn ich da bin. No news site that would self-respect itself would put a search bar in the middle of its homepage. That's not just not done, right? That's not how you communicate with people. That's how you communicate with databases. Sagen, dieser Generation fehlt die Tugend. Wir sagen Applaus für diese Jugend. Ich finde, es ist so eine Art wie Festival, nur ohne Musik, stattdessen mit Leuten, die vorne erzählen. Interessante Dinge, aber die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit Leuten draußen sitzend und sprechend, Mandanten treffend, mich über die Szene informieren und entspannen. Zum einen freue ich mich hier, interessante Vorträge und Leute, die ich auch nur aus dem Netz kenne, endlich mal live und so. Dieser Satz kann da. Und auf der anderen Seite eben auch beruflich, das ist hier durchaus so eine Apple-Hochburg und so weiter, so ein bisschen Windows hier reinzutragen und zu erzählen, uns gibt es auch und wir können auch ganz gute Sachen. It's great, yeah, lots of interesting people, some very interesting talks. I think for me the best thing is just the Global Innovation Lounge. There's lots of really cool people hanging around there and it's been fun to just sit and talk to people. Es ist jetzt ziemlich genau die Hälfte der Republika vorbei, die ich übrigens Deutsch ausspreche, weil ich da irgendwie Lust drauf habe. Aber mein Gefühl, was so ein Flow-Gefühl ist, zeigt mir, dass die Republika irgendwie mir gut getan hat bisher, auf so eine erdende, bodenständige Weise. Das war also der Tag auf der Republika heute, Tag 2. Und jetzt habe ich gleich selber einen Vortrag, aber nicht alleine, sondern mit diesem jungen Mann hier. Und wir müssen jetzt auf die Bühne, denn jetzt geht's gleich los. Du bist aufgeregt, ne? Oh, ja. Und wir werden jetzt zeigen, was man alles machen kann. Oh, und angestrahlt. Toll.